Hallo, liebe Freundinnen und Freunde der analogen Unterhaltung. Hallo, liebe Würfelschnipp-Freunde. Ihr werdet das am Thumbnail gesehen haben. Wie Alex immer so schön sagt, ich denke, ja, ich lerne. Ja, ja. Wir spielen heute eine Partie Flick Flieg. Ah, ich bin auch schon heiß, eine Weile. Ich habe die vor einiger Zeit mal in Essen auf der Spiel gesehen, die Jungs von Yuri Dice Games, ja. Jackson Pope und Paul Wilcox. Und illustriert ist das Ganze bei R.H. Adley und Jackson Pope. Und ja, das ist wirklich eine kleine Liebhaber-Gaming-Schmiede. Das Ganze kommt nämlich mit laser-gecutteten Raumschiffen daher. Und ich kenne das, seitdem ich das erste Mal auf Kickstarter war, weil ich ja immer bei Kickstarter schweife und mir Sachen angucke. Und da ist mir das auch aufgefallen, wo ich so dachte, geile Idee, super kleine Auflage, war halt Liebhaberprojekt und so, ne? Und haben sich gemausert, weil wir sind ja, wie wir sehen, auch hier schon in der Erweiterung. Es gab eine Erweiterung, ihr seht hier schon, wir haben also die erste Box, Flick Fleet und Flick Fleet Xenowars. Damit könnte man es theoretisch auch zu viert spielen, dazu vielleicht dann kurz am Ende noch was. Und wir haben uns gedacht, wir mischen sozusagen mal ein bisschen die Fraktion. Das werdet ihr aber gleich sehen, wenn wir in die Top-Down gehen. Und dadurch, dass man ja bei so einem Spiel, gerade wenn es so um Schnipsen geht, denn wir werden hier nämlich unsere, unsere Waffen, Phaser, Torpedo, Nukes und irgendwie sowas von diesen Raumschiffen schnipsen. Und das hier ist nämlich schon das größte Schiff. Die anderen sind nämlich deutlich kleiner. Von daher werden wir eher so ein bisschen um den Tisch herum. Werden wir eher um den Tisch herum gehen. Deswegen werdet ihr uns in diesem Let's Play nicht sehen, aber hören. Und ich bin mal gespannt, wer da gewinnt. Und was ich ja hier auch noch ziemlich cool finde, in diesen Boxen sind ja wirklich, weil es so Kleinstauflage ist, also von diesen wurden 800 Stück produziert. Und ich glaube, das liegt jetzt nicht an unseren Review-Exemplar hier, sondern die haben diese Sachen wahrscheinlich überall reingeklebt. Jack and Paul haben mir nämlich noch einen kleinen Gruß gemacht. We saw of the Imperium's return. Thanks to you, you have the galaxy gratitude. Und bei dir steht hier? They came from the black. We are all that stands between humanity and annihilation. Das heißt also hier die bösen Xenovölker, die aus dem Nichts kommen. Und bei dir ist halt das Imperium, das zurückschlägt. Schlägt es auch wirklich zurück. Legt es auch wirklich so, werdet ihr gleich sehen. Und bevor wir aber ins Let's Play gehen, noch ein kleiner Hinweis. Denn Yuri Dice, die werden ein Print-and-Play-Projekt in einer etwas anderen Sparte rausbringen, Pete. Ja, eine Roll-and-Write-Sparte. Und zwar geht es da um Abbau, also es ist auch Weltraum. Ne? Es ist also Asteroidenabbau und Mining und was damit zu tun hat. Und es kommt auf Gamefound. Rocky Roid. Ja, Rocky Roid. Den Link haben wir euch mal in die Beschreibung reingesetzt. Das Ganze soll am 30. Mai starten. Also falls ihr mal wieder Bock habt auf ein Flip and Ride. Und wie gesagt, das Ganze, da es ja ein Print and Play ist, wenn das Ganze umgesetzt wird, werdet ihr das relativ kurz danach sozusagen die PDFs-Files kriegen. Ja. Wir sind mal gespannt, vielleicht, wie wir hier so Zeit und Lust und Laune haben. Wir haben theoretisch so ein Preview-File auch schon mal zugeschickt. Aber ich wollte jetzt hier erst mal heute mit Pete Flick Fleet spielen und man weiß ja immer nie, was alles so passiert und. Deswegen wollten wir an der Stelle hier schon mal auf das Crowdfunding hinweisen. Und Pete, bist du schon warm im Handgelenk? Nee, nicht so ganz. Also ich war am Festival, das wird aufgehört. Deine Füße sind warm. Ja, aber ich habe auch ein bisschen... Ich habe hier aber auch so eine Zerrung. So aber das eine ist Zerrung, jetzt kommt... jetzt macht er mich noch mit einem Krankheitsbild, ja? Eichel Männer und ich habe hier noch eine Schlupfwunde. Ich habe noch einen Kratzen im Hals. Ich habe ein bisschen Muskelkater, aber das sollte... Ihr seht schon, alte Männer flicken... Genau, und jetzt schieße ich dich aus der Galaxis, mein Freund. In diesem Sinne, dann gehen wir mal in die Top-Down. Wir haben für euch vorbereitet Spielaufbau und ihr könnt jetzt noch wetten. Es werden jetzt noch Wetten angenommen. Ja. Willkommen im Weltraum. Unendliche Weiten. Ich kann es. Also, sie geht bis zur anderen Seite des Tisches. Ihr seht, was es ist. Ne? Wir haben eine Spielmatte jeglicher Art. Man kann das aber auch ganz normal auf den Tisch spielen. Ja, also das ist natürlich cooler. Die Spielmatte ist nicht dabei. Ansonsten haben wir euch ja schon erzählt,
Fleet Fleet Cinewars und Fleet Fleet haben wir jetzt quasi kombiniert. Pete spielt die Stormships und irgendwie ist es ziemlich cool, weil die wirken fast so, als wenn sie getarnt sind. Ja. Muss man mal ganz ehrlich festhalten. Und ich die Capital Chips aus dem quasi aus dem ersten Spiel der Grundbox. Mhm. Beide Spiele können ja eigenständig gespielt oder kombiniert werden. Und man muss natürlich festhalten, es ist schon irgendwie Star Wars against Star Trek jetzt. Ach so. Ja. Da hat er gerade eine neue Tür aufgemacht. Ja. Und wir dürfen das natürlich sagen. Also im Star Wars-Universum ist ja noch alles möglich. Ist alles möglich. Das können ja auch. Das könnte schon sein, aber sie wirken schon, wir haben so ein bisschen nachgeguckt, vielleicht am ehesten noch so Remolana-mäßige Schiffe. Romulana, man weiß gar nicht. Du Remolana. Ich bin nicht gleich ein, meine Freunde. Wir haben jetzt einfach uns mal hier entschieden, 35 plus 20, 55 Punkte. Punkte auf den Tisch zu bringen. Es gibt auch einige Szenarien in den Anleitungen. Es gibt auch noch auf der Webseite einige andere 1000. Szenarien. Und wir machen aber mal das gute, alte, wer als erstes alle anderen gegnerischen Schiffe zerstört, gewinnt. Oder auch jemand. Und um festzustellen, wer jetzt hier mal loslegt, würfeln wir mal. Ich habe eine 10 gewürfelt. 9. Pete hat eine 9 gewürfelt. Das heißt, ich fange an. Ja. Ich bin ja sowieso nicht so gut im Clicking. Ja, das hat... Ja, komm, Festival. Weißt du, leichte Daumenschwierigkeiten. Regeln erklären wir so ein bisschen, während wir spielen. Grundsätzlich kann man festhalten, ich habe hier meine Dreadnought und zwei Destroyer. Meine Dreadnought hat auch noch zwei Fliegergeschwader dabei. Und wenn ich dran bin, suche ich mir erstmal eins meiner Schiffe aus. Da sind Aktivierungscube drauf. Und die nimmt mal runter. Ich aktiviere jetzt also mal meine Dreadnought. Und habe jetzt zwei Aktionen. Und als erste meiner Aktion, ich habe hier nämlich noch meinen Antrieb, mein Engineering, meine Engines funktionieren noch. Und die sagen mir hier unten, dass ich hier unten in dem Bereich schnippen kann. Und ich werde, ich werde mal so ein ganz klein bisschen. Ganz leicht. Also man sieht ja, wo die Ausrichtung hingeht. Ganz leicht bin ich hier nach vorne gekommen. Und ich werde dann mal, nämlich mein Fliegerhangar, meine Fighter Base, die werde ich jetzt mal aktivieren und werde mal so ein Fliegergeschwader aussenden. Und wenn ich das aussende, dann muss das irgendwie mein Schiff berühren. Und es kommt gleich mit einem Aktivierungscube ins Spiel. Ja, das war meine zwei Aktionen. Bewegen und Fliegergeschwader ausgesendet. Und jetzt bist du schon dran, ne? Wenn wir alle unsere Schiffe aktiviert haben, dann erstmal gleich noch ein viertes Aktivierungsschiff eingebaut. Ja, hallo? Dein Wirbelwind oder was? Der Wirbelwind? Der hat einen Bomber geschwadert. Ja, und? Kann ich das auch aufteilen eigentlich? Weiß ich gar nicht. Nee, kannst du nicht. Nee, das ist mir da alles viel zu... Ich gucke mir das erstmal an. Ich aktiviere hier einfach mal das Storm, die Sirocco-Klasse, wie sie hier so schön heißt, lege ich mir hier hin. Und habe zwei Aktionen, wie mir gesagt worden ist. Ja, zwei Aktionen. Ich habe zwei Schilder, ich kann also hier einmal schießen und mich bewegen. Sehr simpel, ich kann mich also bewegen und ich habe eine Spezialfähigkeit, ich kann meine Bewegung also aufteilen. Ja, weil Pete hat hier nämlich zwei Engine Discs auf, also zwei Bewegungsdiscs und solange er da zwei Discs hat, kann er seine Bewegung auch. Ich bewege mich erstmal und versuche natürlich ein bisschen näher zu kommen. Wenn du übrigens unsere Spielmatte verlässt, Pete, dann ist dein Schiff geflohen. Das heißt, ich schnippe meine drei Schiffe einfach raus, dann ist das Ding auch durch. Ja, dann ist es durch, könnte man sagen. Okay. Ja. Und es dreht sich so ein bisschen. Ja, was soll ich sagen? Du könntest jetzt gleich nochmal dich bewegen, um in eine bessere Position zu kommen. Oder du könntest jetzt auch noch... Ich benutze meine Spezialfähigkeit, ich schieße jetzt einfach mal. Ja. Und Pete schießt jetzt mit lila W6ern. Und diese W6er sind... Die fühlen sich auch richtig gut an. Die sind so, das haben ein schönes Gewicht. Das sind Positronentorpedos. Ja, sieht man ja. Das bedeutet, wenn Pete damit trifft, macht er gleich zwei Schaden. Die sind so nah am Rand alle noch. Deswegen weiß ich gar nicht, was ich treffe. Wenn er übrigens über die Spielmatte hinausschießt,
Dann fehlt das nicht. Ja, okay. Also wir sind mal gespannt. Ich werde das hier mal. Okay. Der ist nicht angekommen, der ist irgendwo. War ein Warnschuss. Ja, war, stimmt. Kurz mal. Du musst mal, Biber, wer ist denn das? Ach, scheiße. Das war quasi noch nicht die richtige Länge eingestellt. Wie du jetzt schon gesagt Warnschuss. Ja. Aber, Piet kommt jetzt zu mir. Ja, ich muss ja weiterfliegen. Ach, du willst jetzt wieder zurückfliegen? Ja, nicht so ganz. So also, einer hat nicht so ganz funktioniert. Mhm, okay. Hast du überhaupt was gemacht? Also hat sich das überhaupt bewegt? Ja, so wie deiner. Sehr schön. Das super Manöver, Händchen, zurückfliegen, war auch schließen. Das bedeutet auch, mein Fliegergeschwader, so wie auch Piet sein Bombengeschwader, die besteht immer so aus drei Teilen. Und jedes Mal, wenn man so einen Teil trifft, ist das sozusagen futsch. Ich bin mir jetzt nicht so sicher, ob ich das hier irgendwie einsetze oder ich das wirklich nur so als Shield benutze. So. Tja, das weiß ich auch nicht. Ich glaube, ich probiere mal eine Destroyer-Klasse hier. Was habe ich denn? Hier ist die Retribution. Ja, okay, das ist die hier. Retribution aktiviere ich jetzt mal. Die schießen nämlich 10-seitige Würfel. Ich habe davon allerdings auch 3. Vielleicht könnten wir das sogar so hinlegen hier, denn weiß ich gar nicht, denn sieht man das vielleicht, dann sieht man mehr, dass wir. Ich kann das ja auch immer machen. So, dann seht ihr das hier nämlich besser in der Top-Down. Da habe ich nämlich 3 Schüsse. Das ist so ein bisschen wie so eine Flugabwehrkanone gefühlt oder so. Ich werde mich jetzt einmal so versuchen, da so ein bisschen hinzu. Ja, hat funktioniert, würde ich sagen. Das war jetzt hinter dem Stern. Hinter, sieht jetzt auch, dass wir ja, so, als wenn da irgendwie was voll abgeht. Dann versuche ich mal. Ich meine, das Ding ist noch nicht deaktiviert. Das Ding wurde schon aktiviert. Das ist noch nicht aktiviert. Und das ist dein super krasses Ding. Ich versuche mal 3-mal jetzt von hier. Du kannst 3-mal. 1. Und den ersten Stern hast du schon mal getroffen? Ja. 2, ich bin noch echt schlecht. Wow, habt ihr das gesehen, wie das so reingekürbt ist? Ich bin total schlecht. Warte. Ja. Die Zahl ist in dem Fall jetzt gerade egal, weil Piet hat erstmal auch noch Schilde, nämlich 3 Schilde. Und genau, da hat er jetzt habe ich ihn ein Schild weggeschossen. Ja, weil der WC sich so komisch dreht. Ja, der ist so richtig schön. Ja, es hat sich hier schon mal so gelohnt. Okay, Piet, weiter geht's. Weiter geht's nach da. Ich nehme hier mal den anderen noch bei. Das ist der Tornado. Tornado. Ich habe immer noch nicht raus, weil die zu flicken, die drehen sich dann immer. Das ist so, ich weiß noch nicht, wie ich das. Wie du den gut flickst? Ja. So zum Beispiel. Ja. Ey! Okay, das waren seine 2 Minuten. Ja. Gucken wir mal, was hier so passiert. Wo willst du denn hinschießen, Piet? Das sage ich dir nicht. Okay. Ich muss ja, ist ja egal, was ich treffe. Hauptsächlich treffe es. Ja, also das Erste, was du triffst... ich muss ja nicht zum Angesagten. Das stimmt. Nee, da hast du vollkommen recht. Das Erste, was du halt triffst, das ist... Das ist das, was dann zählt. Ich glaube, ich nehme mal hier den großen, dicken oder das kleine. Den großen, dicken. Ja, wenn du hier meine Flieger triffst, dann gehen gleich 2 Ringe weg. Okay, das war super. Ja, wie gesagt, diese Torpedos, das ist gleich ein Doppelhit. Das heißt, hier sind jetzt also 2 Ringe. Hat ein Fliegergeschwader funktioniert? Mein Fliegergeschwader hat gut funktioniert. Ja, weil die sind jetzt auch ziemlich schwer zu treffen übrigens. Die sind vielleicht schwer zu treffen. Wir haben jetzt so 2 Aktionen rum. Eigentlich wollte ich was anderes treffen. Ja. Aber die Flieger selber haben, ich verdiene die jetzt die noch mal aktivieren. Die selber haben halt auch nur eine Aktion. Eine Aktion? Also 2 Aktionen, aber quasi nur ja, eine. Ja, aber das ist doch viel zu schlimm. Also das ist doch viel krasser. Viel krasser? Finde ich schon, ja. Meinst du? Ja. So klein wie die sind. Gucken wir mal, ob ich dich jetzt hier treffe. Natürlich. Okay, dann also noch mal ein Schild weg, bitte. Ja. Und Piet, das war meine Aktivierung. Wie gesagt, du müsstest jetzt aufpassen, oder was heißt aufpassen, wenn du diese Runde deine Bomber jetzt nicht rausholst, ausschwärmen lässt, dann kannst du sozusagen, sind sie ja nicht auf dem Spielfeld und du kannst sie nicht aktivieren. So. Das nur als Information. Aber du musst sie natürlich jetzt noch nicht aus deinem
Schiff rauslassen. Vielleicht willst du dich auch eher noch irgendwie anders. Ich versuche mal was Neues. Ja. Ich starte nochmal die Bombe. Okay. Dann aktivierst du quasi dein letztes. Mein letztes Schiff. Genau. Habe noch eins. Du darfst den Cube auch erstmal von deinen Bombern nehmen und die auch einzeln gerne. Die auch mit zwei Händen sozusagen hinsetzen, aber er will nicht. Pete ist. Nee, aber schön, dass das Bombergeschwader größer ist als mein Schiff. Ja, naja, aber die sind ja einzeln ausgeschwärmt. Ja, das hätte ich auch vorher machen sollen, weil. Wo ist er? Kann ich mich auch selber treffen eigentlich? Ja, das, was du als erstes triffst. Du wolltest was Neues probieren, hast du gesagt. Ja, darf ich dann vorher schießen und die später aktivieren? Also ich hab die Befehle nicht gegeben gerade. Nee, du darfst in die Reihenfolge. Die Reihenfolge darfst du bestimmt. Aber du hast gerade deine Bombe entsandt, Pete. Nein, du kannst es gerne nochmal rückgängig machen. Alles fein. Meine Bomber sind ja noch dran. Ich hab da keinen Schmerz mehr. Ja. Kann die auch hier starten? Also ja, kann ich machen. Also die müssen an meinem Schiff sein. Die müssen dein Schiff bringen. Das ist ein bisschen ein Hütchenspielertrick, macht Peter gerade. Hier und hier. Und dabei schiebt er sein Schiff selber noch ein bisschen zwei Kilometer nach vorne. Nicht. Ja. Dann schieße ich zweimal im Moment. Ja, scheiße, der hat ja zwei Discs. Ja, sagt der Mister, ich habe drei Discs. Wenn du damit aber triffst, dann machst du vier Schaden. Und wenn ich treffe, ja. Ja, komm. Das war der erste Schuss. Entschuldigung, das war jetzt. Und komm, nochmal ein Mist. Selbst wenn du mich getroffen hättest, der ist gefallen. Man muss sich da so ein bisschen mal. Man muss sich da so ein bisschen reinfuchsen. Ja, dann habe ich hier meine letzte Destroyer-Klasse, die ich aktiviere. Einmal. Und dann versuche ich wieder von hier dich zu treffen. Eins. Zwei. Oh, da hast du dich aber fast selber berührt. Ja, das stimmt. Weil ich habe dein Bombengeschwader getroffen. Ja. Da kannst du jetzt von vorne oder von hinten ein Bomber-Segment entfernen. Okay. Das kommt dann wieder zurück? Das ist kaputt. Das kommt nie wieder ins Spiel. Das kommt nie wieder ins Spiel. Das kannst du gerne umdrehen oder so, wenn du willst. Okay. Ja, dann sind meine Bomber dran, würde ich sagen. Ja. Kannst du die auch rammen? Du kannst rammen, dann musst du das aber ansagen. Und du wirst auf jeden Fall, dein Schiff wird zerstört, wenn du das tust. Und dann, je nach Größe, gibt es irgendwie Schaden. Also rammen ist so letzte Konsequenz. Ich schieße erstmal, glaube ich. Ja. Um mir den Weg davor zu schieben. Du hast jetzt einen Schuss. Einen Schuss, genau. Und dann darf ich mich bewegen, oder? Genau. Ja. Und bevor ich mich hier aus Versehen. Nee, wenn du normal fliegst und du berührst mich und du sagst nicht, du machst eine Rammattacke, dann ist das einfach. Dann hast du mich berührt und hat das keine Auswirkung. Alter, okay, du hast mich jetzt zum Mond geschossen. Ja, da sind die Flieger weg, kann man festhalten. Und dann bewegt sich Pete. Hui! Okay. Sehr gut. Ja, dann haben wir jetzt all unsere Schiffe aktiviert. Ja. Und dann werden wir hier wieder unsere Aktivierungscubes setzen. So, wie wird Initiative berechnet in dem Spiel? Da bist du immer Erster. Ja, dann fange ich mal an hier. Du hattest ja eben deine letzte Aktivierung. Das ist einfach abwechselnd. Ja. Und ich überlege jetzt gerade so ein bisschen. Versuche ich das hier nochmal wegzuschießen? Ich aktiviere mal erstmal meine Dreadnought hier wieder. Ja, das stärkste Schiff als erstes zu aktivieren, ist vielleicht gar nicht so doof. Und ich werde mal als erstes schießen und versuche hier die Bomber zu treffen. Hat sie passt, aber hat sie auch wieder so reingedreht. Diesmal hat sie rausgedreht. Ja, hat aber nur zwei Schuss. Schade. Ja, okay. Und dann werde ich jetzt aber nochmal meine. Dann hat er gleich nochmal ein paar mehr Schuss. Meine Flieger hier wieder. Flieger, grüß mir die Sonne. Platzieren und die kommen natürlich auch wieder aktiviert aufs Feld. Ah, aber damit habe ich auch keine mehr. Die leben ja hier. Ja, schön, dass ich schon einmal drei kaputt machen musste. Ich aktiviere meine Bombe, die leben sehr gefährlich. Ja, stimmt. Und ich schieße einfach mal.
gucken, ob ich das Ding nach vorne hier treffe. Ja. Bin ja gespannt. Also, ich muss ja Kameras umreißen. Ja, aber die filmt nichts von daher. Die filmt nichts, ja, aber ich muss. Aber du musst nur aufpassen, dass du sie nicht gegens Fenster schmeißt. Vielleicht. So wichtig ist der Schutz vielleicht auch nicht. Ja, doch, filme ich schon. Ja, okay. Ja, ich kann auch das Fenster. Haben wir Prioritäten setzen. Da. Ist der Cube runter, darfst du es nicht mehr aktivieren? Nein, so läuft das nicht. So läuft das nicht. Ja, Pete, du hast mich jetzt hier doppelt getroffen. Was war das? Das ist mein Firestorm. Das ist egal erstmal, weil ich habe erstmal zwei Schilde, die jetzt mal weggehen. Jawohl. Dann dürfen die sich noch bewegen. Ja. Will ich, dass sie sich bewegen? Wahrscheinlich schon. Eine gute Frage. Ich muss sie von hinten schnippen, ne? Ja. Also eigentlich stehen sie da ja ganz gut. Machst du nur so eine Tuschierung? Nee, ja, ich habe überlegt, ob ich... Ja, ich versuche mal was. Nee. Aha. Das, was auch immer das war eben. Wir nehmen es mal so hin. Ja, genau. Wenn man abrutscht, darf man nochmal. Dann mache ich es genauso. Ja, die sind natürlich hier ein bisschen krasser als die Bombe, aber die nerven natürlich auch ein bisschen. Ich werde jetzt mal hier meine Firestorm, ja, meinen Shield-Generator anschmeißen und mir nochmal ein Shield geben. Ja. Ja. Und dann werde ich aber schießen. Und werde mal versuchen, ob ich Pete hier treffe. Ja. Eins. Abwehr geschossen. Oh, da hinten habe ich getroffen. Schön daneben geschossen. Dein Duststorm verliert ein Schild und ich habe noch einen Schuss. Und der ist rausgegangen aus dem Feld. Ein Glück. Aber ja, das war dieser. Toll, schießt auf den nach vorne und trifft ihn dahinter. Ja. Das ist so typisch. So macht man. Gekonnt. Gekonnt, sage ich euch. Ja, dann aktiviere ich mal den, der lebt irgendwie gefährlich. Das ist der Tornado. Der sollte der sein, der noch zwei Schilder hat. Richtig. Der schießt als erstes. Und ich versuche hier mal irgendwie was zu treffen. Versuch mal was zu treffen. Ja, erstmal die Firestart-Erkunde. So, warte mal, Pete. Jetzt musst du gleich noch mal... jetzt musst du gleich, also du hast mich einmal ja getroffen, ja. Und da du ja doppelt Schaden machst, ja, musst du jetzt nochmal bitte würfeln. Würfel mal den. Aber jetzt erzähl die fünf nicht. Achso, ja, doch. Oder wir leben das so. Theoretisch, ja, also der erste Schuss ging ins Schild, ja, und der zweite wird gewürfelt. Wir hier so hin. Eins. Eine Eins. Okay, du hast eine Eins getroffen und die Eins ist bei mir. Hier meine Waffensysteme, das heißt, da ist jetzt schieße ich nur noch mit zwei. Das ist auch schon gut. Und dann habe ich mich noch bewegen. Ja. Mhm. Wie machen wir es denn? Ich muss mich hier umbauen, nicht dass ich mich umreiße. Ja, letztens vorbereitet. Naja. Zum Umreißen, meine ich. Der hat ja noch beide Schilder, dann kann er ja jemand einnehmen. Eins. Hui! Ja, der sich hier so ein bisschen zum Schutz zurückgezogen. Hm. Okay. Ich werde mal die Flieger hier. Mhm. Und dann. Wir könnten auch immer uns einig sein, dass ich treffe. Also getroffen. Ja, gesprungen, wollte ich ja sagen. Na, getroffen. Also der hat berührt. Bitte nicht. Ein Bomber weg. Ja. Ja. So, Firestorm sieht nicht mehr so cool, nicht mehr ganz so gesund aus. Ja, achso, die haben hier gelegte hier. Ja, ist so. Das ist jetzt nicht. Achso, das waren die Bomber. Dann hätte ich den noch. Mhm. Ich muss den von hinten schnippen, oder? Ich darf ihn nicht umdrehen? Nein. Oh, nein. Also, du siehst ja den Bereich, du kannst theoretisch hier so an der Seite, kannst du den schnippen. Ja, wenn ich den hier schnippe, dann schnippt der weg. Ich aktiviere den trotzdem mal. Ja. Ja. Der eine.
Und der generiert sich einfach wieder sein Schild mit einer Aktion. Ah, okay, machst du, ja. Ja, mhm. Und dann schieße ich nochmal. Okay. So ein Long-Distance-Shot. Was willst du denn? Überleg mal, wen du eigentlich treffen willst. Ja, den da eigentlich. Eigentlich willst du den treffen, okay? Gucken wir mal. Aber er trifft! Mein leichtes Klingen. Er ist ausgewichen, verstehst du? Annihilator ist das. Mein Gott. Ja, also zwei Schilde sind drunter. Ja, tut mir leid, Torpedos, die Flares haben. Ja, so. Was anderes getroffen. Dann aktiviere ich natürlich hier meinen Destroyer, den Retaliation. Zack. Und ich werde mal. Pump. Ja. Und auf was schieße ich jetzt? Der kann noch drei. Der kann dreimal schießen. Der kann dreimal schießen. Wir hatten schon. Ach nee, die haben ja wieder Schilde geladen. Alle wieder. Alles wieder. Dann. Hochgestaffelt. Ich versuche trotzdem hier den. Da lehnt er sich einfach mal rüber. Ja, da lehnt er sich. Schön ins Zeug lehnen hier. Eins. Ein Schild weg. Ja, mach mal so. Ach, fuck. Zwei Schilde. Dann ist ja weg. Das Storm. Der da. Zwei Schilde weg. Ah, ich hatte gehofft, dass ich mit drei Würfen treffe, weil wenn hier nämlich zwei Schilde weg sind, der hat so zwei Weak Spots, wenn ich dann eine 3 oder eine 4 würfe, dann auf hätte ich ihn gleich killen können. Ja, das versuche ich ja die ganze Zeit bei dir auch schon. Guck mal, ich habe hier übrigens hier so ein... Ja, was denn? Eine Todesfalle! Ja, warte mal kurz. Ja, okay. Ich aktiviere mal meinen Chef. Ja, den Chef. Aktiviere mal Chef. Der guckt sich das Ganze mal an. Aha, ja, wirklich. Der bewegt sich, ja, du hast ja den Doppelmove, aber der hat sich so bewegt wie... Du hast dir gedacht, das selten. Man kann nicht mal schießen. Ja. Der ist der Angeschlagene. Der hat ja auch noch zwei. Die Firestorm, der hat keine Schilde mehr. Da war so ein Solarstorm oder so. Nein, ja. Der ist da so ein bisschen gegengeeiert, Alter. Aber ja, dann nochmal zwei Schilde weg. Also wer hier Trickshots kann, ja auch einmal mit der Gravitation der Sterne. Herrlich. Einfach. Herrlich. Aber eigentlich wollte ich noch was sagen. Auch scheiße. Na egal. Dann kommen hier die Aktivierungsmarker. Ich habe so ein bisschen Angst gerade. Auch wieder. Ich glaube, dass die Bomber gleich keinen Aktivierungsmarker mehr haben. Ja, das muss man natürlich jetzt schon irgendwie unterbinden. Da hast du schon vollkommen recht. Aber ja, jetzt ist da sind schon wieder so diese taktischen Überlegungen. Ich könnte eventuell den ausschalten, bevor ich den Bomber ausschalte. Ich glaube, das probiere ich mal. Ich probiere jetzt hier nochmal, das ist ja hier meine Retaliation, zu aktivieren. Ja. Und schieße jetzt wieder und versuche jetzt hier. Oh mein Gott. Du kannst dich ja einschießen, der Gute daran. So. Eins. Erster Treffer, eine 1. Das Geschütz. Genau, das heißt also der Einerplatz, das zeigen wir euch dann gleich auch nochmal in der Top-Down. Und eine 5. Also Pete hier, ne, hat jetzt quasi gerade keine Waffe mehr und auch nur eine Bewegung, aber er kann ja eine Scheibe reparieren. Man darf übrigens eine Aktion nicht doppelt machen, ne, falls das im Raum stand. Also man hat zwei Aktionspunkte und man muss unterschiedliche Aktionen machen. Okay. Und ich werde jetzt mich mit meinem Schiff ich kann hier bis zur Seite, ich werde mal mich so ein bisschen drehen, einfach mich bewegt. Ich weiß gar nicht, ob das so clever war, weil ich jetzt noch mehr Angriffsfläche wird, aber... Ja, du willst ja ablenken, damit man den nicht zerstört. Vielleicht. Aber ich dachte, ich will meine Bombe. Ja, so. Das macht doch Sinn. Mhm. Ich habe gehofft, dass ich den rausnehme. Mhm. Aha, okay, ja, die sind auch irgendwie im Rumeiern. Ja. Aber... Das ist, was es ist. Eine 4 muss ich treffen. Die war noch nicht dran, ne? Nee. Das war auch noch nicht dran. Und da keine Schilde mehr.
Ja, meine Annihilator. Ich versuche mal den Annihilator. Alter, okay. Da hast du jetzt, weil ich ja keine Schilde mehr habe, hast du eine 5 getroffen. Den Schildgenerator. Der 5 ist der Schildgenerator. Und dann musst du jetzt nochmal würfeln, was du noch kaputt machst. 2. Die 2 und dann nochmal ein Waffensystem hier kaputt gemacht. Okay. Natürlich gemein. Und du machst ja hier immer so eine Eierschüssel irgendwie damit. Ich mach immer nur eine immer ist so geil. Ich aktiviere meinen Annihilator mal und benutze mein Engineering und werde damit eine Scheibe und zwar mein Shield-Generator wieder ganz machen. Und dann benutze ich meinen Shield-Generator und der gibt mir 2 Shield. Ah, ich bin dagegen, dass man Sachen, die man gerade repariert hat, benutzen. Das ist los. Aber das war's auch schon von der guten ISS. Benutzt mal den Chef. Mhm. Dann nehme ich mal so ein Cube. Du machst quasi einmal deinen Schildgenerator. Ich schieße mal. Ja. So, 2 Möglichkeiten. Große oder das kleine. Ja. Dann nimm den da. Ja, mal gucken, ob es dazu kommt. Alter. Leider hast du das Spielfeld verlassen, Pete? Nee, da lag auf dem Tisch, du hast jetzt den Tisch verlässt. Nein, wenn es unsere Bereiche ist, wenn es das Weltall verlässt. Das ist quasi in die nächste Galaxie geschossen. Ja, da soll er auch hin. Okay. Verdammt! Ja, jetzt habe ich da noch meinen Fliegergeschwader. Ja. Ich glaube, ich muss ja da den Bomber leer rausholen. Ich aktiviere das mal und ich mache Movement. Alter, das war übrigens kein Rammen, deswegen... Mhm. Ich habe gedacht, dass die ein bisschen weniger gut gleiten, muss ich ganz ehrlich sagen. Die Bomber gleiten richtig von gut. Von daher versuche ich jetzt nochmal... Nein, die haben daneben geschossen. Ah, fuck. Eieieiei. Das gibt's doch nicht. Dann aktiviere ich hier mal meinen Tornado. Das ist ja der hier unten, der ist ja noch komplett. Ja, das ist noch dein... Obwohl, kenne ich doch. Ah ja, nee, habe ich gesagt, ne? Muss das noch lernen. Ja, wir sind da noch zu zaghaft. Ja, dann dreht er sich aber gleich um die Achse. Also, dann schießen wir mal. Okay. Das heißt, 2... Das war nicht das, was ich treffen wollte, aber... Würde ich sagen, aber das ist... Ich kann mich ja nochmal bewegen. Nee, du hast dich... Hast du die nicht eben 2-mal geschnipst? Du hast doch so eine komische Gurke und nochmal eine Gurke gemacht. Nee, war letzte Runde, aber ich... Lass waren das nicht 2 Gurken eben? Nee, schreib mal in die Kommentare. Nee, ich habe einmal geschnippt, weil ich genau weiß, dass das sich so scheiß bewegt hat, aber ich lasse das einfach so. Ja, meinetwegen machst du auch nochmal. Mir ist alles gleich. Kannst du dich auch gerne nochmal ansonsten lassen. Okay. Ich muss jetzt versuchen, den hier auszuschalten. Das ist ja auch der Firestorm. Der hat ja auch nur 2 Schüsse. Aber ich werde mal... Da darfst du gar nicht. Doch, ich darf hier. Ach Gott. Da hat er natürlich alle Sachen in der Hand. Da habe ich alle Sachen in der Hand. So, gucken wir mal. Aber das heißt ja noch nichts. So, eine 5. Habe ich noch. Hast du noch? Das geht hier nämlich, ne? Die 5 geht hier weg. Aber ich habe ja noch einen Schuss. Nochmal eine 5. Dann ist er tot. Dann ist der jetzt. Hätte doch ein Schild nehmen müssen. Na ja, so ist es. Und da sind die ersten 10 Punkte vom Tisch, Piet. Ja, damit fangen wir an, die nächste Runde. Ja, wir gehen wieder in Reset. Zack, zack. Aber man muss festhalten, das war auch, also ich meine, hier fehlt nicht mehr viel, um das Universum zu verlassen. Das war auch ein gewagter Schnipper. Meinst du? Ja. Natürlich. Die sind ja sonst. Bomber, ja. Ist ja alles nicht so geil.
der Doppelschuss. Ja, was nützt das mir bitte jetzt? Du hast schon also Spaß gemacht. Wir halten wieder fest, wenn Pete rummuffelt, dann gewinnt er das Spiel. Jetzt dürfen noch die Wetten abgeschlossen werden. Ihr habt noch 5 Minuten Zeit. Nee, ich glaube nicht, dass ich da nochmal. Also jemand, der mit einer Aktion 2 Schildgenerator-Cubes hat. Siehst du? Ach, hier mein Dreadnought. Ach. Ja. Die sind so klein. Die Bomber haben auch nur einen Würfel, ne? Also ja, nicht, dass der gleich einen Würfelschuss machen will. Ja. Also. Schon ganz gerne. Das ist die Retribution. Die ist noch ganz. Ich nehme den. Ich versuche den Dicken noch zu treffen. Versuchst den Dicken zu treffen, hallo? Weil der nicht gerollt ist. Du darfst dich aber noch bewegen. Ach so. Okay. Ich werde hier meinen kleinen. Der war übrigens schon dran mit der Versuche übrigens. Nee, neue Runde. Ach ja, stimmt. Netter Alter, ich muss ganz ehrlich festhalten, die sind flutschiger als gedacht. Ja. Ich komme mal hier zu dir, Pete. Mhm. Hab dich einmal getroffen. Ja. Das ist, glaube ich, nur ein Schild. Ja. Ach, dann gehe ich mal hin. Sehen wir den an? Die sind da so ein bisschen am Rand. Ich darf die nicht bewegen, ne? Irgendwie, damit ich jemand anders schnappen kann. Aber du kannst ja mit dem anderen Finger das andere Ding festhalten. Ja, oder raufdrücken oder so. Aber ja, mach mal. Hui! Sind das nicht. Das war jetzt deine erste Bewegung. Ja. Von 2. Ich sehe. Guten Tag. Ja, jetzt sind wir gespannt. Ja, warte mal. Dann 2 Schilde weg, okay. Der hat ja auch nur einen, der darf auch nur einmal schießen. Aber du dürftest dich jetzt noch bewegen. Wieder zurückfliegen oder weiterfliegen. Oder? Oh Mann. Ja, ist ja fertig. Ich werde jetzt mal. Ich bin jetzt mal gewagt. Ich aktiviere mal hier und schieße jetzt mal. Ich habe nämlich 2 Waffensysteme. Der hat hier auch die Nukes. Ich schieße jetzt also mit den Nukes. Das ist einmal getroffen. Das heißt, es kommt ein Schild weg. Und dann leider hier nur noch eine rote Scheibe. Schieße ich jetzt noch einmal mit meinem Defense Grid. Das war berührt. Ja. Aber dafür habe ich jetzt nichts generiert. Ich weiß nicht, ob das ein taktischer Fehler war. Aber mal gucken. Ich habe noch eine Einschrift zu aktivieren. Stimmt auffallend, Pete. Hey, okay. Dann schieße ich 2 mal. Wahrscheinlich schießt du hier auf den großen Dude, ne? Der ist auch hier, zack, der ist noch drauf, auch wenn er ein bisschen auf der Kamera ist. Die 1. So, Pete hat jetzt mit der 1 getroffen, das heißt, meine Nuke ist kaputt gegangen. Und jetzt würfelst du nochmal. 2. Die 2. Jetzt sind alle Waffensysteme kaputt. Okay, und du darfst nochmal schießen. Und jetzt mit der 1. Und Pete hat jetzt die 1 getroffen. Bei Schilden, die keinen Hüllenwert haben, wäre das jetzt kaputt. Bei Schiffen, die keinen Hüllenwert haben. Ich habe aber hier 3 Hüllenwerte. Das heißt, einer ist jetzt kaputt gegangen. Jetzt würfelst du nochmal. Und eine 4, da ist jetzt hier mein Hangar kaputt gegangen. Okay, ich habe aber da auch keine Schiffe. Gehen die dann kaputt? Nee. Ja, das war nur ein Scherz. tendenziell kann ja immer mal ein Scherzi machen. So, jetzt habe ich noch 2 Schiffe, die ich aktivieren kann. Das ist hier mein kaputtes Schiff, oder was? Das ist das kaputte. Okay, dann aktiviere ich das hier mal zuerst. Ich versuche, glaube ich, mal
dass ich so ein bisschen mehr hier rankomme. Mhm. Die Frage, kriegt man das überhaupt hin? Aha. Hm. Ja, bist näher dran als vorher. Ja, an irgendwas bin ich näher dran als vorher, aber so richtig. Ja, das ist auch eher so eine Startrampe, aber du schießt eher in die Richtung übrigens. Nein, meine Kanonen können sich ja nicht. Nee, die sind jetzt eingraviert. Ein Tourette, also hier. Nee, du hast auch kein Tourette, mein Freund. Ah. Warte. Türme. Ja, ja. Ich versuche mal, dein Hauptschiff zu zerstören. Ein Hit, da kommt ein Schild runter. Ich habe ja 3 Schuss. Kacke. Oh Mann, ey. Schieß auch wie so ein... Ja, kannst stehen bleiben. Typ. Ich kann stehen bleiben, weil ich gleich da das hier nochmal aktiviere. Ja. Der hat 2. Da könnte ich natürlich jetzt auch reparieren. Ich repariere mal eine Disk hier. Mhm. Zeige ich euch hier mal. Eine Disk repariert. Da habe ich jetzt also wieder 3 Schuss. Und dann schieße ich von hier hinten und versuche mal, ob ich irgendwas treffe mit 3 Schüssen. Ich habe es. 1. Oh ja, Pete hat nicht ganz unrecht. Friendly Fire is on. War doch schon so eine gute Linie. Ich setze hier die Retribution bitte einmal. Yes. Dahin gelaufen. Was? Ja, 10 trifft nichts. 10 trifft nichts. Du hast vollkommen recht. Geht ja nur mit 6. Ja, weil jetzt sind die Schilde weg und jetzt zählt die Zahl. Ja, da ist die Munition nicht wirksam auf die Entfernung. Anscheinend. Gut, dann wird wieder alles reaktiviert mit Markern und Pete ist dran als erstes. Er hat immer noch diese Bomber. Wie lange halten die denn durch? Ja, wenn du die nicht beschießt. Ja, ich wollte ja, aber... Weil du sie nicht beschießt. Meine Dreadnoughts geht's nicht so gut. Muss man festhalten. Ich aktiviere mein Hauptschiff. Ja. Das hätte ich eben zerstören müssen. Schön mit nach vorne. Treffe ich? Ja, nee, du musst es schon nachtesten. Okay. Vom Schüttelfeld. Da war zu doll. Okay. Du hast eine 3 getroffen. Eine 3 zerstört eine Hülle. Mhm. Weil das hier. Mhm. Ja, letzte. Letzte Hülle. Wenn jetzt noch mal was passiert, dann explodiert das Ding. Na klar, du hast doch hier noch. Naja. Ich muss den hier aktivieren. Ja. Und ich werde mit dem Schildgenerator 2 Schilde aktivieren. Und dann werde ich, ich kann so einen Hüllenwert auch wieder herstellen mit meinem Engineering oder ich nehme ein Waffensystem. Ich werde mal so ein Waffensystem wiederherstellen, die 1. Dann aktiviere ich mal den hier. Nee, die Bombe. Die Bombe? Ja. Okay. Ja, also Pete hat eben der 2. Das war nur. Das war nur. So ein Brustding. Brustding, ja, weil ich wollte gerade sagen, diese Bombe ist extrem. Ja, da seht ihr mal wieder. Extrem. Nervosität. Nose of Steel sind wichtig im Space Combat. Dieses Ding hier irgendwie vernünftig nochmal zu schnipsen, ist auch echt gar nicht. Einfach. Ja, dann musst du halt. Ich aktiviere jetzt, was ist das? Die Retaliation. Ja. Und dann werde ich, glaube ich, nochmal versuchen, Pete's Schiff zu treffen. Ja, ja. Eine 4. Ich brauche eine 4. 4. Das ist eine 2, Pete. Da kriegst du einmal ein Torpedo weniger. Das ist eine 3. Das ist der Hangar? Das ist der Hangar. Oh Mann. Come on. Ah, vorbeigeschossen. Naja. Jetzt kann ich aber noch eine Aktion, habe ich ja noch, das war ja Schießen. Der ist ja voll drauf. Mhm. Dann werde ich den, glaube ich, noch mal versuchen zu repositionieren. Blup. Aktiviere ich den da hinten.
Ich habe noch ein Schild gehört. Hat dir ein Schild gegeben? Gerade hast du quasi Schildgenerator. Und ich schieße nochmal. Der war vom, vom Spielfeld geschossen. Der war leider zu doll. Der war ein bisschen zu doll. Okay, okay. Das heißt, ich werde hier hinten das aktivieren. Tja, baue ich hier Schilde wieder auf oder positioniere ich mich besser? Friendly Fire darf man, glaube ich, nicht unterschätzen, ne? Weiß ich nicht. Hier. Das ist meine einzige Chance zu gewinnen. Ich treffe ja nicht. Ich werde mich mal neu positionieren. Dann sind wir raus, ne? Ja. So. Oh, jetzt ist wirklich. Das ist wirklich gar nicht so einfach. Ja, ist ja Schilde. Jetzt ist ja auch genau. Jetzt bin ich mal gespannt, was passiert. Ist ja auch wirklich. Das ist so halb, halb schon am Ding vorbeigezimmert. Jetzt die Jäger. Oh, jetzt habe ich mich wirklich selber getroffen. So eine Scheiße. Ja, das ist nicht Absicht. Ich habe die Retaliation, die Retribution getroffen. Das heißt, verliert also. Aber dafür sind wir ja dran. Und jetzt kommen hier die Jäger noch. Ja. Die sind ja die ganze Zeit so wild durchs All geflogen. Na, das können sie auch wieder machen. So crazy. Alter, die die rutschen. Die flitzen aber. Ja, wirklich krass. Also, jetzt kann man mal sehen, wie schnell die sind. Wirklich krass. Eine 3. Ja, reicht es zerstört. Oh. Warte, ich gehe mal noch mal kurz in die Top. Ach nee, bin ich ja schon. Ja, hier, weil es jetzt hier quasi keine Disc mehr gibt und der keinen Hüllenbär hat. Ist der, hat mein, das war Luke, war das. Oder Wedge and Tellus oder was weiß der Teufel. Wie hieß der Flieger bei Mandalorian? Der Flieger? Na, der X-Wing-Pilot, Bart-Dings. Wir haben wieder nicht, Props gehen raus. Der war das. Der alte Mann. Der alte Mann, ja, der ist einfach Erfahrung gewesen. Gut, der werden wieder hier unsere Aktivierungscubes platzieren. Mhm. Deswegen ist der auch so. Ihr seht schon, Pete verstummt und irgendwie passiert alles nur noch auf meiner Spielfeldseite, habe ich hier so ein bisschen im Gefühl, aber so ist es. Was willst du denn aktivieren, Pete? Nix. Nix. Ich kann keinen Schaden mehr machen. Wie, du kannst Schiff. Keinen Schaden mehr. Ja, weil dein Schiff keinen Schaden mehr anfängt. Mehr. Weil du nicht schießen kannst, oder was? Nee, weil ich maximal 2 Schaden mache, die ins Schild gehen und damit ist die Sache halt. Ist der Drops halt gelutscht? Standardmäßig. Aber ich hab die wieder einfach mal die Bombe. Standardmäßig, sagt er. Ja. Aber du kannst ja hier noch irgendwas zerstören. Ja, das hilft alles nicht, glaube ich. Ich überlege gerade, wie man die alle noch zerstört. Ich muss es trotzdem versuchen. Ja, ich habe nur eine Chance. Naja. Deine Bomber sind Kurzstreckenbomben. Nö. Das ist mal die Frage, ob der Würfel sich dann dreht oder nicht. Wenn er sich nicht dreht, bleibt er liegen. Und wenn er sich dreht, dann trifft er. Wenn er dann zu doll machst und er sich dreht, geht er vom Feld. Achso, ich darf ihn noch bewegen. Ja, du darfst ihn noch bewegen, genau. Das war also Hyperraumsprung, würde ich sagen. Aber das tendenziell ist das erlaubt, weil Pete hat nicht gesagt, dass er rammt. Von daher. Du musst es ja nur vom Brett kriegen. Nee, das würde nicht zählen. Achso. Wenn du, wenn das sozusagen von dir durch irgendeinen Stoßen passiert, wird es zurückgeschossen. Auch wenn er hier versucht. Jetzt kriegt er wieder Regeln ins Spiel, die sagen. Nee, also nichts mit Regeln. Ich werde mir mal noch eine Waffe hier. Den aktivierst du dann als erstes? Ich aktiviere hier mal meine Dreadnought. Ja. Ich werde hier nochmal ein Waffensystem aktivieren und dann versuche ich mal zu schießen. Versuche ich mit der Nuke zu schießen. Ah, oh, aber auch knapp daneben. Okay, das war nix. Du bist Pete. Du hast nochmal dir ein Schild gegeben, ne? Nee. Nee, aha, okay. Nee, ich habe nur den Cube runtergenommen. Ah, ja, ja. Schild hat's gehabt. Okay. Ich schieß mal. Mach das. Oh, ich werde auf den Weg ab.
Eine 3. Schilde zweimal. Zwei Schilde, ja. Okay. Also Pete hat jetzt noch nicht das Universum verlassen, aber aus unserer Kamera. Ja, wir können das ja mal ganz einfach. Nee, das ist gut, deswegen lege ich ihn mal hier hin. Nee, nicht nach oben schießen. Hä? Nicht nach oben schieben. Doch. Oder du wärst, die andere Regel wäre, dass du das Universum verlassen hast. Das Universum verlassen. Weil man es nicht mehr auf der Kamera. Ja, aber dann ist der ja auch nicht mehr drin. Doch, der ist doch drin. Wir sehen ihn doch noch in der Kamera. Solange man den noch sieht, ist er ja nicht. Ja, aber dann wäre er doch da auch noch zu sehen. Ja, der war hier, Pete. Ich habe den hier hochgeschoben. Ja, da hilft er mir nicht. Da hilft er dir nicht. Ja, Friendly Fire ist das Einzige, was mich schützt. Ich muss einfach nur um den blöden. Pete, man kann auch immer aufgeben. Das ist auch kein Problem. Wir gucken, ob du dich selber abschießt. Ja, tendenziell ist die Gefahr ist da. Ich werde mal hier erstmal meine. Ah ja, jetzt bewegt sich das Ding nicht mehr, oder was? Ja, kaum kein Treibstoff mehr. Nein, wirklich, ey. Das ist echt schlimm. Ach ja. Ja, aber. Ist auch nur noch so ein Gurkenschuss drin. Ist das hier? Das ist die Ütene. Nee, das ist die Retribution hier. Mhm. Dann gucke ich mal, ob ich. Ah, ich kann natürlich, wenn ich die jetzt wirklich alle rausschieße, die Schiffe von mir, weil du so nah am Rand bist, muss man ja auch aufpassen. Das ist wirklich gar nicht so einfach. Du musst ja allen Tricks spielen. Ja, ja, auf jeden Fall. Weil ich jetzt nicht noch ein bisschen. Ja, wirklich. Die kitzelt mich auch noch ein bisschen. Nee, meine ich. Aber ich nehme mal hier die Leber weg und so ist das hier. Ich versuche mal jetzt hier irgendwas zu treffen. Eins. In Welt eingeschlossen. Oh, daneben zwei. Zwischendurch, mehr links, bitte. Oh, okay. 3. Ja, dann aktiviere ich das hier. Ja. Spaß beim Schnipsen. Bei Alex zerstört sich selbst. Ah, ja. 1 mit einer 3. Was ist eine 3? Er schlägt mal ein Schild. Aber ansonsten wäre die 3 der Critical Hit. Tja. Dann ein Schild. Das war der zweite Schuss. Die kann auch nein, ich habe mich selber getroffen. Du musstest. Ah! So war der Plan. Ich habe mich selber getroffen. Mit einem neuen nichts getroffen. Ah, nichts getroffen. Sehr gut. Auch das ist das Problem. Oh, da ist doch der W10 der beste Plan. Auf einmal ist das wieder gut. Ja, dann wird wieder alles hier reaktiviert. Und wir spielen anscheinend nur noch im unteren. Naja, meine Bomben sind hier oben. Stimmt, deine Bomben. Ja, genau, du hast dich so weit wie möglich. Das war ja nicht so. Was aktivierst du denn als erstes? Dein Bomben oder den hier? Den da unten. Den da unten? Ja. Und gib mir mal ein Schild. Achso, das muss ich ja hier legen. Ja, okay, Schild. Und dann schieß einfach mal. Da unten, unter deinen. Ja. Und also, da ich ja immer daneben schieße, sagt er ja jetzt bestimmt nicht, ich treffe Auto. Nee, du musst den schon machen, weil der könnte ja immer noch rum. Okay. Na, 6. Das ist hier also, meine Bewegung ist kaputt. Und jetzt würfelst du nochmal. Wenn du jetzt eine 4 oder eine 6 würfelst, ist der kaputt. So meinst du. Ja, das ist eine 3, damit hat er wieder keine Waffe. Ja. Ja. Gut, ich aktiviere den. Und den Schildgenerator nicht getroffen. Das wäre ja, das stimmt. Das wäre was gewesen. Naja, den hättest du auch repariert. Und ich mache einen Höhenwert. Also ich aktiviere einmal meinen Schildgenerator und einmal mein Engineering. Dann bist du aber auch schon wieder mit deinen Bomben. Und das Ding ist gerade auch bewegungsunfähig, ne? Das hat keine. Ah, zu deutlich. Nee, das ist aber auch verdammt. Also, das ist nicht einfach. Auf jeden Fall ist es. Vor allen Dingen, wenn der dann so einen Drive kriegt, der Würfel denkst du, oh fuck. Ja, wenn du so machst, dann läuft er wieder 3 Stunden und dann ist er wieder zu kurz. Das heißt, ich aktiviere jetzt hier Retribution.
und versuche jetzt nochmal mich ein bisschen besser zu platzieren. Aha. Okay. Naja, ist ja schon okay. Eine 1. Ein Schild. Ein Schild, okay. Und was muss ich jetzt treffen? Eine 4. Eine 3 oder eine 4? 3 oder 4. Oh, sei. 3. Eine 6. Nix. Eine 6. Doch, eine 6 ist eine Bewegungsdifferenz. Oh, okay. Ja. Stimmt, ab 7 triffst du nichts. Oder 10. Ja. 10 treffe ich nichts. Okay. Okay, okay. Dann bist du noch mal dran. Bin ich nochmal dran. Dann ja. Aktiviere ich hier. Und ist das so ein Manöver? Ja, anscheinend, ja, das ist das Arsch an Arsch Manöver. Das Arsch an Arsch Manöver. Wer kennt es nicht, das Arsch an Arsch Manöver? Die Frage ist jetzt ja, ob du überhaupt schießen willst. Ob ich überhaupt schieße? Also ich würde mich ja nicht trauen. Du würdest dich das nicht trauen? Naja, wenn die so nebeneinander liegen oder hintereinander liegen. Die Firestorm jetzt. Hallo. Also, wollt nochmal nachrüsten. Vielleicht hast du Angst, aber ich werde das jetzt hier mal kurz in den Fokus holen, wie ich dich jetzt wegschießen werde. Weil du mir einen Arschtritt verpasst, aber. Du hast natürlich nicht ganz unrecht, das ist sehr also, nah, aber komm. 9. Also, aber richtig gut gemacht, super Schuss. Hat aber auch ein bisschen Angst. Jetzt bitte ins Hauptschiff drehen. Der erste Schuss hat gesessen. Aber hast du noch deine. Ja. Dein Wedge Antilles. Das sind ja 3. Das stimmt. Ist blau 4, 5 und 6. Ich werde, glaube ich, von da hier den aktivieren und versuchen, mal deinen Bomber zu treffen. Oh. Die 3 sind ja auch größer als die 3. Doch. Ich gebe schon. Da habe ich noch weniger habe in der Runde. Ja. Die wird nicht aufgegeben. So, Aktivierung. Ich glaube aber, du wirst schon noch was zerstören von mir, Peter. Ich glaube nicht. Du wirst noch nicht wie. Bin ich schon im Gefühl hier. Du bist dran, Pete. Ich wüsste nicht wie. Ja, du wirst doch hier. Ja, was soll ich machen? Irgendwo mal woanders hinfliegen vielleicht. Noch näher an mich ranfliegen, damit es noch. Damit du noch leichter. Damit der ah, ja, der kann, trifft, ja, der kann dann. Ja, der würde dich dann einmal treffen. Ja, das reicht ja. Ja, je nachdem, was ich treffe, ne? Ja, was machst du hier? Der hier, wa? Ist ja eh nur der aktiviert wird. Naja, ich überlege gerade, ob ich schieße und ramme eigentlich, ob es dann weg ist. Aber. Wenn du rammst, ja, das ist eine gute Sache bei Rammen. Da gibt es auch. Krieg ist ja ein großes. Nee, nicht. Doch, meins schon. Deins, ja, möglich. Möglich, aber. Rammen kann man auch ansagen, ja. Wenn, je nach Größe des Schiffes macht es dann Schaden. Nach Größe des Schiffes, ja, gut. Das ist ein. Tja, ist das. Ah, okay, also ein. Das hat 10 Punkte, das heißt, es ist ein Small Ship. Ja, Small Ship und Small Ship machen auf jeden Fall nicht so viel Schaden wie größere Schiffe. Ah ja, guck mal. Ich gebe nochmal. Small Ship roll D6 and do 2 damage to the resulting location. Ja. Also könntest mich dann schon okay, auch zerstören. Ich gebe mir mal ein Schild und dann schieße ich mal. Und dann muss ich ja einmal außen rum um den ganzen. Ja, ich mach mal Platz hier für Pete. Und versuch mal die Firestorm zu erwischen, ist das, wa? Ist ja egal. Oh, du willst jetzt gar nicht die Dreadnought erwischen? Alter, da schießt er die gleich bis zum Sankt-Nimmerlein. Ja, die Firestorm hast du auf eine 3 getroffen. Ist ein Waffensystem. Ja, die hat keine Schilde. Und dann würfelst du nochmal. Und eine 4 wäre echt toll, glaube ich. Ja, die hat ja auch einen Weak Spot. Ja, dann würfel nochmal. Ja. Den hier. Oh, eine 5. Mein Schildgenerator ist kaputt. Okay. Achso. Ja, dann war's das. Dann aktiviere ich hier meine Dreadnought, oder was? Ja. Und soll ich schnippen, oder was? Klar. Okay, dann muss ich, glaube ich, mal hier hoch. Hallo, wie groß ist die Chance, dass er dahinter rausfällt?
Ja, die ist also gegeben. Also mal ehrlich. Die ist gegeben. Da hast du natürlich vollkommen recht. Eine 5. Schild. Scheiße, ich hätte das natürlich mal auch was liegen sollen, was sinnvoller wäre. Ach nee, war eh ein Schild, ja, okay. Also das erst mit dem roten schießen, ach nee, hast du nicht. Ich hab leider gar keinen roten. Ich müsste jetzt mal was reparieren, vielleicht. Was repariere ich denn? Vielleicht reparierst du nix. Die. Ja, aber ich kann denn nichts machen. Ich kann mich nicht bewegen. Das muss ja eigentlich auch nicht, aber ich gebe dir einfach zwei Schilde. Ich gebe mir nochmal zwei Schilde. Dann ist die Sache ist der Drops gelutscht. Zwei Schilde. Okay. So, und jetzt fliege ich hier mit dem nochmal hin, oder was? Das ist die Attribution. Ja. Zack. Come on. Ich bin nur noch außerhalb hier. Aha, okay. So sieht's aus. Hier am Rande der Galaxie stehen ja. Wir. Ah, also das, die Sonne schimmert in meinem Heck. Ja, kann man so sagen. Aha, der war schon mal nix. Der hatte Angst. Und jetzt? Eine 6. Engine, oder? Ja. Oh Mann, ey, wirklich. Gibt's doch nicht. Doch. Da versteckt er sich hier auch so. Ja, hinterm Planeten, also hinterm Mond. Ja, wirklich. Der Mond ist ein Chip. So, aber das. Ja, dafür liegt es aber gut. Das kann jetzt richtig Gas geben. Ja, genau. Schön. Aha, raus. Naja, das war. Das war irgendwie nix, war das. Ich werde mal hier mein Waffen. Nee, ich repariere meinen Schildgenerator. Ich repariere mal meinen Schildgenerator. Na, ist halt auch immer eine Disk, ne? Die dich davor schützt, dass du kaputt gehst. Und hier. Das war aber ganz lässig mit dem Fingerchen. Soll ich von hier kommen? Ich probiere es einfach mal. Ja, du hast genug Schilder, oder? Wie war das? Wie war der Spruch? Einfach. Ah, ich muss mich mal klein machen. Ah, Kacke. Naja, ist ein Schild. Was soll passieren? Ja, aber ist trotzdem doof. Ist da extra regeneriert? So, dann waren die hier alle dran. Jetzt überlebt länger, als ich dachte. Ja, ich wollte gerade sagen, du bist ja auch wirklich so am Rand. Fliegen kann ich ja gar nicht am Rande des Universums. Aber ja, weißt du, gib mir dann einfach ein Schildcube. Ja. Engine habe ich nicht, was ich noch habe, ist eine Waffe. Ja. Hast du die noch? Ja. Stimmt, ich habe ja deine Engine verschossen. Ja. Dann laufe ich dann wieder einmal rum. Ja, ich muss ja, hier ist das Universum vorbei. So das. Eigentlich, du, wenn ich. Scheiße, hätte ich deinen Antrieb nicht kaputt gemacht, dann hättest du ja fliehen können, wenigstens. Ja. Oh, Pete schießt schon wieder auf was anderes. Ah, okay, mit einer 5 hast du auf meine Retaliation rumgeboxt. Da kommt einmal der Schild weg. Ja. Die Retaliation. Und dann darfst du nochmal würfeln. Ja. Ich muss da auch irgendwann mal eine 4 würfeln, Mann. Würfel mal hier irgendwie so hin, dass wir das mal sehen. So, dass man das mal sieht. 4. Noch eine 5. Ja, aber noch eine 5? Ist, ja, Schildgenerator. Ah, ja. Schildgenerator. Das heißt, was heißt das? Ich kann jetzt ja nicht meine Taktik für gegen mich sagen. Tja. Wenn ich das erstmal repariere, den Antrieb und das hier wegschnipse, mal was. Oder ich mache halt repariere das hier. Ich repariere einmal. Mhm. Und dann schieße ich einmal hier mit dem Schwarz. Auf die Firestorm oder was? Ja, genau. Du hast ja ein Schild, ne? Wieder dir geholt. Ja. Oh Mann. Ey. Macht man sich so? Zack. Das ist ein Schild weg, würde ich sagen. Aber ich bin ja nicht mehr im Spiel, das heißt, der Würfel wäre auch nicht mehr im Spiel dann. Doch, du warst. Ach so, darf man, ja. Du kannst das dann bremsen, sozusagen, damit. Ja. Klar, alles, was jetzt genehm ist. Die hat, eigentlich ist es ja hier nur noch Zeitvertreib. Das natürlich. Ist Shooting Practice, aber so macht man's. Ich habe hier mal. Ist das wie bei Crash Octopus? Ja, das auch stimmt. Crash Octopus Bowling. Das stimmt. Ich versuche jetzt endlich mal
Was muss ich denn jetzt treffen? Jetzt kann ich ja, aber ich habe ja auch wieder nur die B10. 1 bis 2 war gut. 1 bis 2. Ich selber? Eine 4. Nicht ein Schild. Noch eine 4. Ja, zerstört. Die 4 war immer. Ja, damn. So sieht's aus. Du triffst mit, du machst die 4, ich nie. Ich nie. Na, ich habe keine 4 gewürfelt bei deinen Schüssen. Das stimmt. Mit dem W6er und ich habe mit 10ern geschossen. Ja, vielleicht hat er mehr 4ern drauf. Zweimal oder so. Ja, ja. Was soll ich sagen? Du bist der Flicker der Galaxis. Ich bin der Flicker, nicht ohne L sagen, der Galaxis, hast du vollkommen recht. Ja, ja. Vielleicht bist du so. Wie hat der deine und auch meine erste Flick-Fleet-Partie gefallen? Ganz lustig. Ich finde halt die Würfel sehr, sehr angenehm. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist mit dem W10. Ich finde die. Sie haben ja Tod und Verderben gebracht. ganz hübsch. Meine Grundidee war ja eigentlich, deine Begleitschiffe zu vernichten, weil es wahrscheinlich einfacher gegangen wäre. Und dann dachte ich so, aber irgendwie spielt sich das alles ganz anders. Ich weiß auch nicht, ob ich dich vielleicht so ein bisschen mehr abgelenkt habe. Du hättest dein Feuer, glaube ich, mehr immer nur auf ein Schiff konzentrieren müssen. Ich habe das Gefühl, irgendwie ist das nicht passiert. Ja, weiß ich noch nicht. Ja? Ich finde halt auch doof, dass die 3 Treffer brauchen. Ja, weil aber also, deine Bombe auch. Der Punkt, ja, aber meine Bomber triffst du halt aber besser als dieses kleine winzige Geschwaderchen da. Ein kleines, winziges Geschwaderchen. Auf jeden Fall schöne Produktion. Sieht auf jeden Fall sehr cool aus mit dem Lasercut drauf und so. Und ich weiß noch nicht, wie ich meine Fraktion bewege. Das ist halt so mit diesem Rundung da hinten, dass man die nicht drehen kann. Ja, Yuri Dice Games, die machen das Ganze so, ja, in Handarbeit. Also es gab ja, Crowdfundings dazu für die einzelnen Sets hier. Wir haben hier auch bei uns Set 578 von 800 und hier 104 von 800. Wenn ihr also Bock habt auf Flick Fleet, sowohl hier die erste Version als auch Sino Wars, könnt ihr das Ganze bei denen in UK bestellen. Oder ich vermute fast, dass die auch dieses Jahr wieder in Essen auf der Spiel sein werden. Ja. Müsst ihr mal schauen. Da könnt ihr sozusagen dann auch zugreifen. Und Pete hat eben off-camera auch schon festgestellt, wenn man beide Sets zusammen hat. Hier steht 2-4. Da kann man also so eine Royal Rumble oder sogar Teams spielen. Ja, da gibt es ja noch eine Team-Variante und Tabelle. Da kann man, genau, das zu viert spielen. Wir haben jetzt hier das mal gemischt, damit ihr mal Fraktionen seht aus beiden Spielen. Und es gibt aber natürlich noch jeweils eine weitere Fraktion. Na, hier sehen wir mal, es gibt so eine Alien-Fraktion. Sieht aus wie so ein Käfer. Ja, ja, so ein bisschen, ja, genau, so ein bisschen biochemische Sachen. Okay. Die haben auch so Schüsse, die letztendlich die Schiffe infizieren. Wenn die denn draufbleiben, dann zerstören die so nach und nach die. Achso, dann muss ich den wirklich auf das Schiff schnippen? Nee, du musst den nicht. Nee, aber du triffst, aber wenn du triffst, machst du so eine Infizierungscube drauf quasi. Die nehmen dann so langsam deine Crewmitglieder auseinander. beim ersten Set hier bei Flick Fleet, wer hätte das natürlich gedacht, da gibt es natürlich dann neben den Schiffen, die eher so imperialistisch aussehen, dann die Rebellen, also auch, die haben dann auch Destroyer und Carrier. Carrier haben wir jetzt hier noch nicht gesehen, aber da könnte auch natürlich auch noch mal ein bisschen gespannt sein, ja. Falls ihr Bock generell vielleicht auch auf Yuri Dice habt, wir haben es am Anfang ja auch schon gesagt und an der Stelle hier auch nochmal hingewiesen, auf GameFound wird das Ende des Monats nämlich eine Print-and-Play-Variante eines anderen Genres geben, nämlich Roll-and-Write. Ja, die sind ja Print-and-Play-mäßig gerade sowieso sehr irgendwie gut verbreitet. Rocky Roid, Roid. Das ist also so ein bisschen, dass man so eine Art Asteroiden so ein bisschen abbaut und Mining. Ja, habe ich in der Porsche auch schon gesehen, dass es, also als ich mir das Sonntag angeguckt habe, dass es kommen wird, aber schauen wir mal, wenn es dann. Da könnt ihr also gerne mal vorbeischauen. Wir haben in die Beschreibung auch den Link zur Kampagne mal veröffentlicht. Ja, also das ist hier wirklich ein sehr kleiner, wieder enthusiastisch geführter Verlag. Die haben quasi den Lasercutter
bei sich zu Hause, wahrscheinlich nicht, ich hoffe nicht zu Hause. Ja, die ersten schon, denke ich, ne? Aber so im Keller oder so wahrscheinlich. Irgendwie sowas. Ich hoffe jedenfalls nicht im Schlafzimmer, aber ansonsten ist das hier wirklich handmade gemacht. Und wenn man mal wieder Bock hat auf ein recht schnell gespieltes Schnipsspiel im... Ja, ich wollte ja, sagen, ich weiß, Star Wars schrägstrich Star Trek Universum. Man kann was? Man kann auch aufgeben. Man kann auch aufgeben. Ja, ich wollte gucken, wie oft du mich selber triffst. Ja, das hat ja, ich habe mich ein paar Mal getroffen. Naja, festhalten, ja. Also, kann auch funktionieren, wenn man die Kanone des Hauptschiffes beschädigt ist. Ja, ja, ich sag mal so, das ist ein großer Mashup, je nachdem, was noch kommen wird. Ne? Aber Fanprojekt, also Liebhaberprojekt, kleine Auflage, kann man, also sollte man, wenn, dann unterstützen, wenn man es mag. Und wenn man so das Setting mag und gerne so ein bisschen Würfel schnippt, ist man da gut aufgehoben. Wie gesagt, ich kann nur sagen, schaut euch das mal an, nehmt die Würfel mal in die Hand. Die, ich finde, die sind sehr hübsch. In diesem Sinne. Ciao. Ciao.